Ich kann altdeutsche Schrift erkennen. Und da steht Waul. Paul? Waul? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Leute. Ich bin hier heute auf dem Acker. Hinter mir seht ihr Wald, weil vor mir ist der Acker. Und ist eine Wiese. Hier durfte ich heute ruf. Die ist eingezäunt. Hier sind ein paar wilde Tiere drauf. Hühner und einmal Dammwild. Die sind zwar nicht hier auf dem Feld, wo ich jetzt gerade stehe, aber die sind ehens weiter. Da werde ich dann das nächste Mal weiter anknüpfen. Und ja, ich darf hier heute ruf und suche hier heute Knöpfe. Vielleicht eine alte Münze und gucken, was heute kommt. Mir ist jetzt ein bisschen frisch. Ich glaube, ich muss mir doch noch mal Pullover anziehen. Den Wecken auch gleich noch mal holen. Ich habe gedacht, das geht in der Sonne. Ja, gut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Geht schon mal in die Kommentare. Schreibt mir was Nettes. Dann nehmen wir los. Der erste Fund ist ein Rückteil vom Druckknopf, wie es aussieht. Oder von so einer Niete. Aber ich denke mal, ist vom Knopf. Mein Kumpel seine Kinder bestimmt. Haben sie verloren. Und der zweite Fund. Eine zerditschte Patronenhülse. Schön, da freue ich mich am meisten drüber. Also nicht irritieren. Sprachenlernen, Bubble. Irritieren. Ich bin hier dicht an der Straße und hier fahren immer die Motorräder auf und ab wie die Idioten. Also falls mal Krach ist oder so, sind es die Motorradfahrer. Kein Grund für. Mein nächster Fund, ein Winkeldingsbums. Weiß ich, wartet mal, war. Von der Schnalle irgendwie Gürtel einhaken oder was weiß ich. Irgendwas Kleinheit leichtet. Das is it. Das ist die Wahrheit. Das nächste, das war richtig tief im Loch. Na gut, 20 cm. Das klebt noch hier irgendwo drin. Aber was das ist, kann ich euch wieder nicht sagen. Ich weiß es nicht. Dann holen wir das mal raus. Ach, das ist es ja schon, wa? Ach, das ist es schon. Was ist denn das? Ach nee, das ist irgendwie so ein komisch Klammer-Dings-Scheiß. Steht zwar was drauf. Steht zwar irgendwas drauf, das ist irgendein Teil von so einem elektronischen Gerät oder sowas. Hier ist ein Loch, da ist ein Loch und dann wurde irgendwas festgeschraubt. Weiß ich auch nicht, jetzt wird es trocken. Irgendwelche Scheiße, weiß ich auch nicht. Telefunken steht drauf, kann ich lesen. Telefunken steht drauf und steht hier oben was drauf. Telefunken, ja, steht irgendwas drauf. Telefunken, ja, Telefunken und oben steht ohne was auf. Ich mache euch ein Foto hin, dann seht ihr das. Ich mache weiter. Ich weiß nicht, ob man das hört. Hört ihr die Motorräder? Das sind die ganzen Berliner, die ganzen Westberliner Ferienkinder. Kommen alle rausgefahren und ihr glaubt nicht, wie viele Leute, Motorradfahrer, sich hier auf die Strecke schon totgefahren haben oder verunfallt sind. Und dann mussten wir, wo ich früher noch da gewohnt habe in dem Nest, bei meinen Eltern sozusagen, wie viel wir oft mit der Feuerwehr raus mussten, nur weil die Idioten in den Boden geknallt sind oder ein anderer Auto rennen. Ist auch ja nicht das Thema. Scheiß was drauf, dann sind sie alle totfahren. Ich habe gefunden, aus dem Dings hier, nichts Altes, denke ich mal, aber was Interessantes. Vielleicht. Das ist vielleicht was Interessantes. Ist eine Marke. Und ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht eine Marke ist. Weil mein Kumpel, der hat auch Rehe hier im Gatter drin. Aber auf der anderen Seite. Können wir uns nachher mal angucken vielleicht. Also Svenny, wenn du das Video guckst, ich werde dir den Link schicken. Habe ich die 2470 gefunden, die Nummer. Der Dreh hat der Fuchs gefressen. Vielleicht ist es doch ein junger Dreh gewesen. Wisst man ja, hat wirklich der Fuchs gefressen oder weiß ich was für ein Geier. Naja, schon mal was.
Ich habe doch ein Coinpad bei. Kann ich da alle drin packen? Dass ich jetzt schon eine Hundemarke ins Coinpad packe, ist auch krass. So, noch nichts drin. Hier, alles leer. Dann packen wir das als erste drin. Mensch, da ist schon lange nicht mehr leer. Die anderen Funde auch. Na gut. Das ist eigentlich, ja, die brauchen nicht drin. Das ist eigentlich Schnulli. Gut, eine Hunde, eine Marke, eine Ohrmarke zumindest ist das gewesen. Wir sehen die von was? Was war das? 2470? 2470. Jetzt habe ich mal den Bupsel rausgenommen. Mach mal doch die Kamera an. Vielleicht ist es doch was judet, weil der knallt richtig. Vielleicht ist das eine kleine Münze. Ich hoffe ja mal. Hier soll es sein. Vielleicht kommt mein Kumpel nachher auch noch hergefahren. Den der ganze. Ach, da ist es. Ein Knopf. Ich habe schon die Öse gesehen. Das ist doch schön. Ein Knopf gefunden. Ist doch die halbe Miete schon wieder drin. Dafür bin ich hergefahren. Rock'n'Roll. Euer Sonnel-Mike. Endlich mal wieder draußen. Naja, ist Spaß, ne? Ich hoffe, man versteht das auch. Ein bisschen Spaß machen. Ist ja schöner Sonne, wenn man wieder ein bisschen sonnelt und Videos macht. Ich find's toll. Und guckt mal an. Ich war doch letzte Mal mit Sonnenbreite unterwegs. Da war nicht grün gewesen, ja? Und guckt euch mal hier wieder die grüne Patina an. Das ist nur ein oller Knopf. Nur ein scheiß Knopf. Aber so schön grün. Jetzt wird er trocken. Ja, wie gesagt, ich habe noch das Problem mit Nahaufnahmen, aber ich habe von den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Metal Detecting 24, glaube ich, ist das, da nennt er sich. Ist auch ein Deutscher, spricht nicht und glaube nur Englisch schreibt da, viel Englisch. Und in seinen, wenn er was erzählen will, schreibt er da was hin. Als wenn er spricht, so spricht er nicht, so hört man nicht, weiß man nicht, wie er aussieht oder so. Gut. Und von dem habe ich einen Link bekommen. Von so einer Kamera, so einer speziellen Kamera, wo man richtig schön von dichten, von nahen ranzoomen kann und die da aufnimmt. Und dann brauche ich mein Handy nicht mehr mitnehmen, dann nehme ich die zweite Kamera mit. Und ja, das wollte ich nur mal so erzählen. Interessiert keine Sau, aber ist egal. Gut, Knopf gefunden, packen wir rein hier, freut mich. Sind wir schon mal nicht leer hergefahren. Gut. Und wie gesagt, ich darf hier ruf. Ist alles genehmigt. Mein Bauern des Vertrauens, der hat extra gesagt, pass auf, hier ruf, weil sonst ist es bald alles zu hoch. Aber ich glaube, das habe ich schon erzählt, oder? Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Gut, ich habe ihm versprochen, du wirst nicht sehen, dass ich hier bin. Kraschbuschel wieder runter machen und dann geht los. Gut. Ah, schön spannend. Dann wollen wir mal los. Und weil es so schön war, haben wir mal einen Regenwurm gefunden, den ich leider in gegeben habe, glaube ich. Ja, den lassen wir mal in Ruhe. So, hier oben drüber ist nicht tief. Wenn man sieht, hier ist die Grasnarbe, hier wartet die Wesen. Der nächste Knopf. Und wieder schön mit Öse. Das gefällt mir. Ha, ist das wieder schön. Ha, ist der Rasen aber schön grün. Jo. Schöner Knopf. Ich ihm das erzähle, was hier so alles schön liegt. Ja, dieser, wenn halt eine Goldmünze liegt, eine finde, wäre schön, wenn ich mit ihm teilen würde. Das muss ich ihm ja nicht erzählen, wa? Gut, ein Knöpfchen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Wird ja immer schöner hier. Doch, ein Glück, dass er Bescheid gesagt hat. Gut, dann würde ich sagen, packe ich hier hin. Pack ich da hin und der Buschel kommt wieder rein. So, kommt der nächste kranke Fahrer, Motorradfahrer an. Hier hört er das. Ich mach mal, was er wenigstens hört. Wie Idioten kommen die hier rein, ballert. So, kommt der nächste. Hört er das? Wie ein Geisteskranker. Wirklich, das ist. Ja, kann ich nichts zu sagen. Wenn der jetzt verunglücken würde, hier würde ich nicht mal hinlaufen. Wäre mir scheißegal. Scheiß was drauf, hat er Pech gehabt. Gut, mal weiter. Kommt der nächste. Aus dem Loch habe ich auch was Interessantes gefunden. Ich wollte das erst zumachen und das in eine Mülltasche schmeißen, aber dann habe ich das richtig sauber gemacht. Ich glaube, ich habe hier gefunden,
so ein Abzug, weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, von einer Flinte. Ist verziert hier. Man sieht, dass es richtig schön verziert ist. Aber aber es ist eine Bentoschwein. Weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall schön verziert. Sehr massiv. Da kommen die nächsten wieder angefahren. Ey, Alter, das geht hier rufen ab. Ist zum Kotzen. Gut. Vielleicht, ich mache ein Foto. Auf jeden Fall kriegt ihr hin. Ein Foto. Dann schreibt es mal in die Kommentare, ob einer von euch weiß, was das sein könnte. Ob es auch wirklich so was ist. Hier ist es festgemacht irgendwie, dass es so ein Drücker ist. So, von einer großen Flinte, von einer alten. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wie weiß. Fällt oben was anderes. Machen wir doch jetzt die Kamera an. Wieder ein schönes 80er Signal habe ich gehabt. Hier soll es sein. Und was haben wir da? Ist rund. Was ist denn das? Was ist das? Ein Stück Kette. Ich denke mal, eine alte Kette vom Bauern, wo er seinen Flug gezogen hat und dann hat es knack gemacht. Wie hier vielleicht. Und dann ist er kaputt gerissen. Und dann lag er da. Interessant ist es. War ein schönes Signal gewesen, auf jeden Fall. Also, ja, ist jetzt nicht weltbewegend. Aber könnte auch älter sein. Man weiß es nicht. Denk mal, Bauer Lindemann hat hier, den ist die Kette gerissen, denke ich. Na gut, eine Kette, nicht weltbewegend. Aber ich muss euch sagen, Leute, ich habe was Schwarzes an. Mir ist schweineschwarm. Ich ziehe jetzt mal mein Pullover aus, glaube ich. Und dann machen wir weiter. Ausgestochen nur. Hier sieht man ja, bewegt sich noch der Regenwurm. Und zusammen machen wir das mal raus. Eine Kugel. Schön. Da habe ich erst vor einer Weile, ach, das war mit Sonnenbrett, die wo auf dem Acker waren, habe ich ja glaube ich auch zwei gefunden. Ich meine, ich habe eine Ewigkeit ist das schon her, wo ich welche gefunden habe. Jetzt finde ich so Fülle. Ne, Fülle. Und jetzt drei Stück. Schön, freut mich. Eine Musketenkugel. Super. Jetzt fällt sie wieder rein, die will ja nicht raus. Na nun komm. Kommst mit mir mit ins Glas. Schön. Musketenkugel. Dann hat sich echt der Tag gelohnt. Also da brauche ich auch nicht mehr kommen. Ja, eine Silbermütze wäre schön, eine alte. So ein Friederikus Rex, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber mal gucken, ob wir heute was finden. Ich glaube noch nicht dran. Ja, wer weiß. Gut, also Musketenkugel, machen wir weiter. Jetzt muss ich ehrlich sein, jetzt würde ich das Signal hier, was ich habe, mit euch selber zusammen machen. Das ist ein 75er, 80, 75, gleichbleibend. Das Signal. Und das würde ich gerne mit euch zusammen machen, wenn das so richtig schön rinschöppert. Vielleicht ist das was Schönes. Vielleicht ist das meine lang ersehnte Silbermünze. Man weiß es nicht. Hier soll das sein. Draußen ist es. Dann gucken wir doch glatt mal nach. Machen wir gleich rein. Hey. Was ist das? Aluminium. Wie sie sagen immer alle YouTube. Ja, eine Tube, den Rest nehme ich mit, schmeiße in eine Mülltonne. Ja, schade, hat sich gerade schön angehört. Aber so ist es nun mal. Man findet Müll und ich zeige es euch heute mal. Nächstes Signal, und zwar habe ich den Puppel rausgeschoben, nochmal nachgestochen und sehe, was kleines, rundet, grünet hier an der Seite liegen. Also, wenn es grün ist, ist keine, leider keine Silbermünze, aber es ist eine Münze, wie es aussieht. Na, ein Reichspfennig. Die 1 kann ich auch sehen, ganz. Aber das ist eine mit so von den ersten. Das müsste 1800, schlag mich tot sein. Irgendwann mit 1800 und
Da ist der Reichsadler. Oder doch 98 oder 88. Eins von Ben oder 78. Ich würde sagen 88. Aber wie ihr habt, ich mache die sauber. Dann zeige ich die euch. Und da wo die 1 ist, ist ein bisschen verjammelt. Aber ansonsten ist die schön, wa? Ist echt schön noch. Schade, ja, ich kann es jetzt nicht ranzoomen, das ist halt doof, aber bald. Vielleicht kommt ja schon nächste Woche was. Die mag hier vorne drin. So, erste Münze. Ich glaube, erste heute, wa? Dann machen wir weiter. So, der nächste Buschel. Hier macht der Krach. Was ist das? Ach, ein Boden. Ein Schrotboden. Aber wie gesagt, ich zeige euch heute alles, was ich finde. Alles, was ich finde, zeige ich euch. Naja, hier ist die Patina nicht mehr so schön. Ja, fliegt der Mülltasche, was soll ich damit? Gut, ein Strohboden. So Leute, jetzt habe ich den Buschel ausgegraben. Jetzt soll hier irgendwo sein. Aber guckt mal an, ich habe hier gerade schon eben. Das ist so herzförmig. Oh, schade. Herzförmig glatt. Als wenn hier was Großes drunter liegt irgendwo. Naja, machen wir mal einen Pinpointer an und gucken wir mal. Drin liegt es nicht. Hier liegt es. Oh, was ist das? Was ist das? Ich glaube, das ist ein Reißverschluss-Dingsbums, wa? Ne, das wird anders, wa? Das wird anders. Ach, das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist der Fuß vom Zinnsoldaten. Der Fuß vom Zinnsoldaten. Das ist gerade die Bürstierke hier. Der Fuß vom Zinnsoldaten. Wo ist der Soldat? Schade, das war eben so rund an hier. So ein glattes Ding. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Vielleicht liegt auch noch was drin, man weiß es nicht. Ja, ein Fuß vom Zinnsoldaten. Aber vom Soldaten ist jede Spur weg. Hier, das ist diese Teil, was ich meinte. Da muss doch noch irgendwas sein. Vielleicht ist noch was drin. Ich guck mal. Dieser Pinpointer, ey, ist doch scheiße. So viel Geld für so eine Scheiße und dann nur Plunderkacke. So, leg mal gucken, ob hier noch was liegt. Nee. Nee. Ist nicht mehr. Nur das komische Teil, den Dingsbums nehme ich mit. So, Kameramann, kannst du filmen? Ach, scheiße, ich hab ja keinen. Ich filme ja alleine. Haha. Rock'n'Roll. Gut. Scheiße. Naja, schade. Gut, aber was willst du machen? Limit weiter. Gut, ich sonne weiter. So, Freunde. Ich glaube, ich habe eine schöne Münze gefunden. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier reingestochen, rumgebogen. Ich habe nur gesehen, dass da was groß drunter ist. Ob es eine Silbermünze ist, weiß ich nicht. Sieht erstmal aus wie. Eigentlich sieht es aus wie eine Scheibe. Aber sieht auch so aus wie eine Münze. Weil hier was eingraviert ist an der Seite. Das ist eine Münze, das ist eine Münze. Ich kann euch sagen, das ist eine Münze. Das ist eine Münze. Was ist das für eine? Schreibt es mal in die Kommentare, wer jetzt schon weiß, was das für eine Münze ist. Also ich weiß es noch nicht. Ah, manchmal kann man an der Seite. Da ist so eine Wellen drauf an der Seite. Ich kann altdeutsche Schrift erkennen. Und da steht Waul. Paul? Waul? Das ist doch kein Hindenburg, wa? Ich mach mal die Seite ab. Mal gucken, ob es abgeht. Oh, ich muss mal die. Geil. Habe ich doch eine Münze gefunden.
Nennenburg, Nennenburg. Ich habe eine Silbermünze, nur 2 Mark, aber... Oh, die sieht gut aus. Die sieht doch gut aus. Naja, hier ein bisschen Oil. Dann wird ja hinten, entweder ist hinten, nee, ist hinten beim 2 Mark Stück eigentlich so ein Dings drauf, aber dann dürfte ja eigentlich nur ein Terror-Windrad sein. Da sehe ich erstmal ja nicht. Doch, da, hahaha. Ja, geil, 2 Mark, da steht das. Geil. Ich mach mal, der Terror-Windrad lasse ich mal so dran, dann können wir uns das übrigens angucken. Von 1939. Ich hab 2 Mark. Ich hab eine Silbermünze. Ich hab eine. Jetzt fällt sie weg. Ich hab eine Silbermünze. Ich hab eine Silbermünze. Ich freue mich. Ich freue mich. Ist nicht 1800 oder 1700 Patzerschlachte? Patzerschlachte, schlechte Schlachte. Ich bin. Och, ich freue mich gerade. Hab ich das schon erzählt? Ich hab gerade einen Red Bull getrunken. Oh, ist das schön, ist das schön. Die muss ich wieder reinstecken. Ja, da freue ich mich. Also wirklich, da ist, was soll ich sagen? Geil. Und hier auf den Acker. Ein Glück, dass ich Käfer bin. Ein Glück. Ja, jetzt wie jetzt. Schön. Nee, das ist was anderes. So, Foto. Ach, da muss man zoomen. Mann, diese scheiß Live-Bilder immer. Wer kann mir das mal erzählen, dass man das komplett ausstellen möchte? Die scheiß Live-Bilder will ich nicht haben. iPhone 13 Pro, glaube ich. Mit 3 Kameras. Scheiße, ist das geil. Instagram. Nächste Story hier, Anistoried und nochmal hier, bam. Schön, also wie gesagt, Instagram, Herr Django unterstrich, wer mir da mal noch nicht folgt, ist selber schuld. Geil, da freut mich. Ein geiler Tag heute. Ein geiler Tag. Meine Frau hat mich schon angerufen und hat gefragt, wenn ich nach Hause komme. Weil heute haben wir Samstag, ich muss noch einkaufen gehen mit ihr. Ach, das, immer dieses Thema einkaufen mit der Weiber, die nie alleine einkaufen gehen können. Immer muss ich dabei, dass ich nicht den Rock an den Rockzippel hängen. Schön. Die sieht gut aus. Schade, dass ich jetzt nicht ranzoomen kann, aber 1939. Sieht jetzt nicht gerade am blankesten aus, aber ich sag mal, die kriegt man wieder schön hin. Also ich habe ein bisschen rübergerieben, der kommt wieder. Da ist so schwarze Patina dran, aber das kommt wieder. Die ist gut hier. Wie ihr seht, also ich bin nicht bei mir um eine Ecke, wirklich bei mir da zu Hause. Bin ein Stück gefahren, wie ihr habt. Ja, wenn man überlegt, hier als Kind gespielt, ja. Geil, 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 geil. Schön, freut mich. Geiler Tag heute. Gut, ich mache jetzt weiter, packe jetzt hier, mache jetzt zu und dann weiter so. Jetzt dreht noch eine große Runde hier um, vielleicht liegt hier auch noch mehr. Oh, da kommt der. Mäusebussard, weil mein Kumpel hat hier Rehe und Hühner. Und eben ist gerade der Mäusebussard gekommen. Wo er mich gesehen hat, hat er eben drumher gebrüllt, das Mistvieh. Hier war eben gerade die Münze gewesen. Und hier irgendwo, warte mal, wartete. Hier. 85, 90er Signal. Gleich hier nehmen. Ist das noch eine? Oder ist das meine alte Münze? Ja, jetzt mache ich erstmal die Kamera an, weil ich das jetzt wieder heißt. Hättest doch mal live gebuddelt. Hier an der Seite soll es sein. Hier soll das sein. Nee. Oh, Kaiser. Das
stinkt hier nach Scheiße, ey. Was ist es? Was kleben Drohne ist es? Was ist es? Nee, ein Knopf. Oh, Minna, ein Russensternknopf. Ein Russenknopf. Naja, gut, der ballert auch so rein. Da, der zweite, da die Deutschen, hier die Russen. Och Mann. Warum nennt ihr nicht eine Silbermünze? Hätte doch mal jetzt sein. Ich hab mir so fest eine gewünscht. Eine alte. Jetzt habe ich eine, naja, eine etwas neuere. Aber einen Russenknopf. Naja, wie gesagt, früher haben die Russen auch viel auch auf Feldern gearbeitet. Gearbeitet kann man nicht sagen, geackert haben die. Das haben wir als Kind, haben wir das immer gesehen, wenn die gearbeitet haben bei uns hier. Gut, ein sowjetischer Uniformknopf. Naja, besser als ja nichts. Hätte mir noch schlimmer treffen können. Gut, also machen wir weiter. Hätte ja sein können. Ja, nächster Fund und ich denke mal, das ist der letzte Fund jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin jetzt, wie spät ist es? 16:30 ist es. Und ich bin seit 10 Uhr hier. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe Knast, Durst. Hier habe ich was gefunden. Ich glaube, das ist wieder ein Knopf. Bestimmt wieder ein schöner alter Bauernknopf. Oh nee. Oh nee, preußisch. Der letzte Fund ist preußisch. Ich hau jetzt wirklich ab, ich hab die Schnauze voll. Preußisch. Was mache ich denn die Coinpad überhaupt auf? Ich wollte die Bürste haben. So. Ja. Der ist preußisch. Das wird doch mein letzter Fund für heute sein. Ja, der sieht aber noch richtig schön aus. Der sieht noch richtig schön aus. Gut, also, mein letzter Fund, Leute. Und dann, ja, mal gucken. Gehen wir weiter. Das war's für heute hier. Recht, der Coinpad ist voll. 2 Mark drinne. Folg mich. Mal noch ein Thumbnail, mal gucken, wie ich das irgendwie hinkriege. Und dann sehen wir uns, hören uns gleich. Tja, das war schon wieder gewesen. Ich hau jetzt ab, ich habe die Schnauze voll von 10 bis 16:30 reicht mir. Gute Funde haben wir gemacht. Knöpfe, jetzt zum Schluss noch den Preußenknopf. Vorher noch die Silbermark. Hat mir sehr gefallen, dass ich die gefunden habe. Ich hätte eine ältere viel lieber. Also ich wünsche mir jetzt wirklich, Fredericus Rex wird mich voll zufrieden geben. Die 2 Mark bin ich auch zufriedener, selbstverständlich. Ich meine, ich habe gerade mit meinem Archie geschrieben, der hat gesagt, der hat noch nie eine gefunden. Und hier liegt die Scheiße eigentlich rum, sag mal. Rum auch nicht, aber gut. Also, Daumen nach oben. Wer noch nicht abonniert hat, abonniert. Die Glocke oben anmachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ich gehe sondeln. Hier werde ich jetzt demnächst nochmal herfahren. Mal gucken, vielleicht mit Zugsteiner nächstes Wochenende. Müssen wir mal gucken. Ja, also, bis denn, dahin, auf Wiedersehen, Rinne hauen, tschüss.